Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir unsere Schwart vom Feld holen, die wir beim letzten Mal schon gedroschen haben. Aber erstmal gucken wir, was unser Hafer Höchstwert drumherum kommen würde. Es wären nämlich 22.000 Euro und das wäre doch mal ordentlich. Dazu gehen wir jetzt erstmal in unseren Geräteträger. Und da haben wir uns auch ja die neue Halle gekauft mit dem Silo, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Aber nun dann steigen wir mal ein in unseren Fendt-Geräteträger. So, starten wir mal, Tür zu. Hinten machen wir mal die Tür auf. Und fahren mal rückwärts los zu unserer Scheune, die mittlerweile auch, wie soll man sagen, ziemlich leer geworden ist, dadurch, dass der Mähdrescher nicht mehr drin steht. Aber wir haben sowieso noch einen letzten Schnitt geplant, von daher. Oh, fahren wir mal rückwärts los. Steht nämlich schon unser Ladewagen, der ist von Krone und daneben unsere Spritze. Wobei ich die Spritze sogar noch mal fast am liebsten tauschen würde, weil die ist ziemlich, wie kann man sagen, nicht so geeignet. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Weil auf 15 Meter habe ich jetzt eben erst eine gefunden. Gegen das Auto gefahren. Finde ich ja vom Kalle auch schön, dass er hier Autos geparkt hat und alles schön gestaltet hat, aber manchmal nerven die auch tierisch. Hier die Wiese, die hier neben uns ist, die würde vielleicht auch noch mal in Frage kommen zum Kauf. Oder ob wir dann eher zu größeren Wiesen tendieren. Weil ein bisschen mehr Wiese wäre ja nicht schlecht. Hier die Sache einfach nicht beachten, die Streifen, da habe ich mal einen Grubber-Test gemacht. Das Ganze quasi die Silo-Sache, also das Stroh wollen wir in unser Fermentersilo machen, kippen. Ja. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, ob wir nicht grubbern und sehen. Sogar. Beziehungsweise ackern muss ja, glaube ich, geackert werden. Der Krone ist übrigens ein Turbo 300, 3500. So. Und jetzt geht's hier schon los. Bisschen Schlupf gibt's noch, aber dann sollte es kein Problem sein. Oh, jetzt kommen wir ja in Schwung auch. Dass wir das Stroh noch vorm Regen, wobei ich glaube, es kommt gar kein Regen reinholen können. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal los.
Oh, jetzt komm, ein bisschen Schwung, schneller, muss da irgendwie noch schneller gehen. So, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, dass ich noch gar nicht in VCA Allrad und das aktiviert habe. Das machen wir mal schnell und dann mal Motormodifikation auch noch an. Dann können wir fahren. Ja, müssen nur kurz in Einstellungen gucken, ob ich noch weiß, welche Sachen wir, so mit welchen Tasten wir Allrad und das einschalten. Aber da steht's schon. Okay, dann können wir noch mal kurz abändern, obwohl jetzt geht's los. Oh, und jetzt. So, noch mal kurz gucken. Handgas richtig hoch und dann Gas. Ah ja, so zieht er vor sich hin. Es war das Stroh noch vor dem Regen reinholen können, wie eben schon erwähnt, aber ich denke, das schaffen wir sowieso noch. Mal 13, 12 km/h fahren, das ist doch ordentlich. Nummer muss er jetzt schalten. So, hochheben wieder. Jetzt rumfahren. Und dann fahren wir, lassen wir immer mal ein paar Spuren liegen, dann müssen wir nicht so vor- und zurückfahren. Das ist ganz praktisch. Mal kurz ausgestiegen, kann passieren. Ich würde sagen, ich mache das dann noch fertig und wir sehen uns dann, Und wenn da ich bin ich fertig wieder. gemacht habe. Ich habe soweit alle Schwade eingesammelt. Und hier sammeln wir gerade den letzten Schwad ein. Und dann können wir nämlich das zurückbringen. Ist ganz schön was bei zusammengekommen an Stroh. Aber das werde ich euch erst gleich zeigen. Das verarbeiten wir ja zur Silage und da weiß ich ja jetzt halt nicht, ob wir das quasi alles brauchen oder ob wir was verkaufen sollen. Weil dabei wird schon gut Geld rumkommen und wenn man mal guckt, so reich sind wir im Moment nicht. Und vielleicht mal Hälfte verkauft. So, fertig. Und ab auf die Straße. Allrad machen wir aus. Brauchen wir ja nicht mehr auf der Straße. Jetzt kommt dann Quark. So. Ganz schnell hier unterwegs. Hier fahren wir jetzt rein. Bäm.
Gleich haben wir die 2 Stunden geknackt. Erste Mal, dass ich so lang auf Twitch live war. Unglaublich. Wir müssen uns mal einen Striegel anschaffen für die Wiesen. Nämlich noch was zeigen. Die Animation finde ich nicht cool. Aber wir haben jetzt 106.000 Liter Stroh gemacht. Das ist echt richtig, richtig viel, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir haben ja hier den Hochdruckreiniger. Da waschen wir den Ladewagen gleich. Da waren wir mal auch noch grob sauber, so zack. Und dann würde ich sagen, fahren die noch weg. Mit offener Tür natürlich. Mann, ey. Wir haben ja nämlich jetzt auch wieder ordentlich Platz drin. Durch dass der Mähdrescher in Hallen an Halle steht. Das Silo, was wir da in der Halle haben, müssen in den ersten nächsten 20 Jahren nicht neu angebaut werden. Das so, zack. Bam, zack, abhängen. Oh. Tor noch schnell zumachen. Dann würde ich sagen, das soll's für diese Folge gewesen sein. Und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.